Und manchmal nimmt man einfach den richtigen Weg. Das ist die Bettelküche bei Götzendorf. Und hier natürlich mal wieder keine Taschenlampen dabei. Ist ja klar. Sehr beeindruckender Felsen. Ich gehe mal näher ran. Das schaut jetzt da nicht wirklich so aus. Weil wenn da regelmäßig jemand vorbeikommt. Das schaut mir noch Wildwechsel aus da. Okay, sie ist jetzt nicht wirklich groß, aber schön. Okay. Das macht schon einen imposanten Eindruck, wenn man da von unten raufkommt. Naja, hätte ich einfacher wahrscheinlich auch haben können. Da ist ein Wanderweg. Cool, da kommen wir auch oben auf. Schauen wir mal dann auf. Aussicht genießen. Da geht der Weg schon dahin, Dummi. Schauen wir mal, vielleicht ist da hinten noch was. Sehr mit Vorsicht zu genießen, der Weg da.
noch wesentlich mehr Felsen. Da würde mich echt interessieren, was da noch alles drunter ist. Alles Felsen. Da unten. Aber bestimmt nicht alles. Ersten wieder, ha? Also okay, es ist Sonntag. Erinnere ein Haufen Leute umeinander. Aber da drunten ist ein Weg. Das heißt, wir könnten da jetzt irgendwo umgehen. Da geht der Pfad runter. Dann schauen wir uns das Ganze noch von unten an, gell? Die Fahrt ist ein wenig übertrieben, aber wenn wir schon runterkommen. Vorne haben wir noch einen fetten Baumkrebs. Hängst du jetzt einmal? Ja, genau, sie hängt sie in die Leine ein. Oh Mann, mein Knie gefällt das gar nicht. Schaut euch mal das Ei an. Suki, warte. Hammer, oder? Man könnte auch sagen, ein Monster-Druiden-Ei. Cool. So, das war also die Bettelküche. Dann mal aus, möchte noch ein paar Foto machen. Bis zum nächsten Mal.